bevor das Video losgeht, möchte ich drei Leute grüßen. Und zwar einmal die liebe Ashley Wollmann, dann die Julia Bowclover und die liebe Zoe Wörle. Vielen Dank, dass ihr mich und meinen Kanal unterstützt und meine Videos schaut. Und wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden möchtest, dann sei einfach ein Abonnent von meinem Kanal und schreibe einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Gangsterstuten unter dieses Video. Und im nächsten Video suche ich mir dann 5 Leute aus, die ich grüßen werde. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal was machen, was ich damals mit der Ellie schon gemacht habe. Und zwar kaufe ich heute das erste Pferd, was ich im Spiel sehe. Ich habe mich hier jetzt bei Südhof hingestellt, wo kaum welche sind, und reite dann halt rum und schaue, wen ich als erstes finde. Und wenn ich das Pferd noch nicht habe, dann wird das gekauft. Falls ihr im Hintergrund irgendwie so ein Rumgekruschel hört oder irgendwas, mein Bruder kocht gerade in der Küche und das ist vielleicht ein bisschen laut. Deswegen, I'm sorry for that, aber ich hoffe, man hört es nicht allzu stark. Und dann würde ich sagen, düsen wir los und starten direkt. Ich weiß halt absolut nicht, wo ich hier jetzt suchen soll. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt kein scheiß Pferd bekomme. Dann raste ich komplett aus. Hier sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendjemand, aber je näher ich natürlich auch zur Stadt komme, desto näher kommen mir auch andere Spieler. Deswegen denke ich mal, düse ich mal wieder ein bisschen hier weg. Hier oben ist, glaube ich, nichts. Wetten, ich finde jetzt so 10 Minuten lang niemanden. Das Video wird richtig langweilig und alle denken sich so, boah, Finja, was kannst du eigentlich? Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wo sind denn alle? That is not possible. Hallo? Das kann doch gar nicht sein. Ah ne, oh Gott, ich dachte gerade, aber das sind nur die Ponys. Junge, hier ist ja wirklich niemand. Fun Fact, ich bin noch so vor 10 Minuten erst aufgestanden. Ja, jetzt habe ich auch noch gefailt. Es ist hier wirklich kein Schwein. Ich finde niemanden! Wenn es hier niemand ist, ne, ich springe im Achteck. Dann reiten wir halt mal Richtung City. Boah, wenn mir jetzt irgend so ein Isländer entgegenkommt, ne, ich... Fressen Besen. Ich reite jetzt hier noch einmal rum und wenn ich jetzt hier niemanden finde, ne... Mann! Ich will doch nur ein Pferd kaufen! Es kann halt nicht sein, dass ich hier niemanden finde. Wenn ich jetzt noch eine Minute länger suchen muss, ne? Es kann nicht sein. Ich gehe jetzt einfach hier runter und schau, ob ich jemanden finde. Und dann nehme ich einfach, das ist mir jetzt egal. Ich habe keinen Bock mehr zu suchen. Ich suche seit 10 Minuten. Seit 10 fucking Minuten. Da! Oh, 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 stopp! Dich habe ich noch nicht! Das ist, glaube ich, ein Urpferd! Bleib stehen! Nein! Nicht in den Hänger! Was ist das für ein Urpferd? Was ist das? Ein... Das Dunkelbraune mit dem Weiß. Okay. Okay, Freunde. Ich habe es mir gemerkt. Wo gibt es das? Ich glaube, bei meinem Heimatstall, oder? Wir müssen uns mal abholen lassen. Oh, ich habe endlich ein Pferd gefunden. Oh mein Gott. Finally! Ich glaube, das Pferd steht hier hinten bei denen. Ich hoffe zumindest. Aber ich glaube, es müsste hier sogar dabei stehen. Ja, genau. Den da hier, also eigentlich muss ich sagen, ich finde das Pferd so hässlich. Ich mag's nicht. Hätte es nicht wenigstens das Hellere sein können, muss es das sein? Oh, naja. Und das kostet auch noch so viel. Oh, ich bin danach einfach broke. Ich bin danach einfach pleite, so ein Scheiß. So, was nehmen wir jetzt hier für einen tollen, schönen, super tollen Namen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nenne das Pferd Frosthoof. Ich habe sonst echt keine Ahnung. Oder nee, es ist ja braun. Wir können auch mal mit Chocolate nehmen. Chocolate Hoof klingt voll süß. Ich nehme Chocolate Hoof. Okay. Oh, ich will das eigentlich. Ich will das Pferd nicht. Oh. Okay. 3, 2, 1. Ha. Kann mir jemand meine Starcoins wiedergeben, bitte? Ich will das Pferd nicht haben. So, ich will das wirklich nicht haben. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt müssen wir mal hier gucken, wo der Pretty Boy steht. Ach, Leute, hätte ich nicht einfach ein schöneres Pferd sein können? Ich mag das Pferd nicht. Wir ziehen uns jetzt erstmal ein schönes Outfit an und dann vielleicht... Wird's ja noch besser.
So, ich bin jetzt fertig umgezogen. Ich finde, mit dem Outfit geht's sogar ganz gut. Ich habe mir noch eine schöne Weihnachtsmütze aufgesetzt, damit ich wenigstens ein bisschen besseres Feeling bekomme. Und ich muss sagen, jetzt so, wo ich das Pferd sehe, gefällt es mir eigentlich doch ganz gut. Das Einzige, was es halt kann, Maus kann sich hinlegen. Iconic, ich bin begeistert. Super süß. Wir gucken nochmal schnell nach einer neuen Mähne, ob ich vielleicht noch irgendeine andere Mähne bei dem Pferd drauf mache. Und ansonsten hat sich das Video dann hier für mich auch erledigt. Ich weiß nicht, warum ich gerade so schlechte Laune bekommen habe, aber jetzt so finde ich es eigentlich doch gar nicht so scheiße. Weil ich glaube, man muss bei dem Pferd auf jeden Fall farbige Outfits tragen, weil ansonsten wird das irgendwie nichts. So, wir gucken nochmal schnell nach einer Mähne. Wie schaut denn die aus? Nee, die finde ich dann nicht schön. Mit Zöpfchen sieht er halt aus wie ein Kaltblüter und das feiere ich überhaupt nicht. Die ist eigentlich gar nicht so bad. Die finde ich ein bisschen too much, obwohl eigentlich gefällt sie mir auch ganz gut. Oder die da. Das ist jetzt... nee, der Schweif fällt mir da überhaupt nicht. Ich glaube, wenn nämlich tatsächlich die... Oder ich lasse es einfach. Nee, ich lasse es, glaube ich, einfach so. Ich lasse es einfach so. So, Freunde, das war's mit meinem Video. Im Endeffekt bin ich jetzt eigentlich doch ganz zufrieden. Man muss halt auf jeden Fall farbige Outfits tragen und dann ist das Pferd eigentlich gar nicht so bad. Aber ein viertes Urpferd werde ich mir auf keinen Fall kaufen. Ich habe ja jetzt schon drei. Ein viertes wird auf jeden Fall nicht einziehen. Wenn ich das Ganze nochmal machen soll, dann könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.